Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Abenteuer unseres Yu-Gi-Oh! Duel Links Experiments auf YouTube. Heute geht es um Dark Magician. Nachdem wir uns bereits den Blue Eyes White Dragon angeguckt haben, den blauäugigen weißen Drachen, geht es heute um Dark Magician, der auch tatsächlich so ein bisschen Support bekommt in letzter Zeit. Und wie genau, gucken wir uns heute an. Falls ihr Dark Magician mögt, falls ihr Dark Magician und mich natürlich unterstützen wollt, Daumen nach oben nicht vergessen, schreibt was Nettes in die Kommentare, meinetwegen auch Deckvorschläge für die kommenden Folgen, die sind gerne appreciated. Und vor allen Dingen, falls ihr auch noch physische Karten sucht, guckt auch nochmal in die Beschreibung, Gate to the Games, da gibt es zum Beispiel jetzt diese neue Yu-Gi-Oh! Box, Phantom Nightmare heißt sie, glaube ich, ja. Könnt ihr bestellen, mit dem Code REGI gibt es dann sogar 5 in Zahlen, 5% Rabatt und ihr unterstützt mich und zukünftige Openings und Videos im Allgemeinen. Vielen, vielen lieben Dank. Heute geht es wie gesagt um Dark Magician. Dark Magician ist auch wieder ein Deck, was Support bekommen hat über den neuen Skill Kampfchronik. Wir können uns ja Kampfchronik nochmal angucken. Wir können, wenn wir normale Monster mit 2500 Attack oder Defense beschwören wollen, müssen wir kein Tribut anbieten, was ziemlich, ziemlich gut ist. Wir können einmal pro Spielzug, wenn wir Chronikzauberin oder ein Monster Stufe 7 oder höher beschworen haben, folgenden Effekt nutzen. Wir können unsere Hand von unserem Deck eine Nachfolgerseele oder eine Schnellzauberkarte mit dunkler Magier oder buntäugiger weißer Drache im Namen hinzufügen. Dann legen wir ein Monster von unserem Extra-Deck oder Deck auf den Friedhof, das kein Effektmonster ist und von dem es kein Monster mit demselben Namen auf unserer Spielfeldseite oder im Friedhof gibt. Und das bedeutet am Ende des Tages so viel wie, dass wir, je nachdem, was wir gerade brauchen, Going Second beispielsweise Nachfolgerseele suchen können, was halt ganz cool ist. Vor allen Dingen auch wieder im Dark Magician Deck. Oder wir können uns halt auch Geheimnisse der dunklen Magie raussuchen, was ebenfalls eine Stellzauberkarte ist und dementsprechend suchbar ist. Also auch hier wieder eine ganz gute Möglichkeit, erstmal generell Combo-Pieces zu suchen. Das Ganze wird dann halt abgerundet über Consistency-Karten, wie die auszubildende Illusionsmagierin beispielsweise, den dunklen Magier natürlich, den wir dreimal spielen, die Chronikzauberin, die uns ebenfalls nochmal so ein bisschen Grave-Setup gibt, etc. pp. Und natürlich auch zweimal der Dedi-Krähe. Was grundsätzlich gehen würde, ist, dass man drei Dedi-Krähen spielt und auch nur im Gegenzug eine auszubildende Illusionsmagierin. Das hat der Ersteller dieses Decks gesagt, der damit ganz nebenbei King of Games erreicht hat mit diesem Deck. Von daher gucken wir mal, wie dieses Deck so sein dürfte. Dazu haben wir natürlich noch dreimal Ewige Seele. Ewige Seele ist super nervig, gerade in Kombination mit dunkler magischer Kreis, wenn man keine Removal-Optionen hat. Und wir haben natürlich auch nochmal unsere Finisher-Karten. Schwarze Illusionsmagier ist hier ziemlich, ziemlich gut. Auch hier wieder mit dunkler magischer Kreis, weil man in Kombination zwei Karten auf der gegnerischen Spielfeldseite verbannen kann, was ganz nice ist. Oder wir nehmen einfach Nummer 11, Großes Auge, aka Big Eye, der große Saugemacher, der große Augemacher. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Deck unbedingt besser ist als alte Dark Magician Decks, aber das war ja auch mein Eindruck hinsichtlich Blue Eyes. Und Blue Eyes hat mich dann eines Besseren belehrt, wobei bei Blue Eyes ist es so, dass man halt einen größeren Beatstick hat, der halt mehr Attack hat, was ein großer Vorteil hat. Und wir haben halt ultimative Fusion. Und ultimative Fusion ist, glaube ich, die Karte, die das Deck gerade so gut gemacht hat, weil man dadurch halt diesen Non-Targeting-Zerstörungseffekt hat, was immense Vorteile birgt. Das hast du in diesem Deck beispielsweise nicht. Aber ja, das Ganze sei mal dahingestellt. Ich bin gespannt, wie dieses Deck laufen wird. Wir spielen natürlich wieder im KC Cup. Ich muss heute noch meine 3 bzw. 4 Siege holen, ne? Weil denkt dran, wer jetzt während des KC Cups nicht jeden Tag mindestens 3 Duelle spielt, beziehungsweise 4. 4 ist aber optional. Aber bei 3 Duellen gibt es halt 50 Gems. Ja, und wenn wir das hochrechnen auf eine Woche, sind es 7 mal 50. Das sind 350 Gems alleine für eine Woche. Und eigentlich geht es immer so, wie viel? 10 Tage? Das heißt, wir rechnen mal hoch. Es sind 500 Gems, die ihr jeden Tag passiv bekommen könnt. Also 10 Packs. Von daher seht zu, dass ihr zumindest 3 Duelle pro Tag spielt. Ihr müsst die lustigerweise nicht mal gewinnen. Es reicht, wenn ihr die beispielsweise auch einfach aufgebt. Würde grundsätzlich auch funktionieren. Naja, gucken wir mal, was jetzt passieren wird. Wir haben, wie gesagt, den dunklen magischen Kreis, der in diesem Szenario ziemlich, ziemlich gut ist. Vor allen Dingen mit Ewige Seele. Aber das Deck hat halt seine Schwächen. Ja, eine der Schwächen ist, wenn man das die Karte einfach removed, beispielsweise. Aber so viel sei mal dahingestellt. Wir aktivieren erstmal unseren Circle. Circle kann uns einen weiteren Circle suchen. Einfach das Deck so ein bisschen ausdünnen. Und wir können unsere Karten wieder so ein bisschen anordnen. Dann würde ich sagen, können wir den dunklen Magier regulär normal beschwören. Einfach um unseren dunklen magischen Kreis zu triggern, um eine Karte zu verbannen.
Eine Karte unserer Wahl, wohlgemerkt. Es ist halt nur die Frage, ob wir eine Backrow-Karte verbannen wollen oder was anderes. Also wir aktivieren erstmal den Effekt. Mein Gegner kann nichts nutzen. Das heißt, es könnten Battletraps sein, tatsächlich. Ah, jetzt kann er was aktivieren. Mal gucken. Es ist eine Maßregelung. Okay, ist in Ordnung. Wir haben einen Geschwindigkeits-Roid dreiger Würfel verbannt. Dann nutzen wir doch mal die Gunst der Stunde. Wählen dann Nachfolgerseele in dem Zusammenhang, denke ich. Und eine Karte, die wir auf den Friedhof schicken möchten, ist wahrscheinlich hier dann... das sind halt die Targets ganz nebenbei. Falls ihr euch fragt, warum wir die beiden Karten spielen. Du willst nicht immer Karten aus deinem Extra, aus deinem Main Deck verbannen. Das heißt, das sind so Filler-Karten, die man halt nach Skill-Aktivierung einfach abschmeißen kann. Ja. Schmeißen wir den Zombie-Krieger ab. Und ja. Dann hätten wir grundsätzlich noch eine Illusionsmagierin, die wir einmal specialen können. So. Zack, ich kriege den Effekt, sucht uns noch eine Karte raus. Gegner kann nichts aktivieren. Wir können die ewige Seele setten. Und eine Nachfolgerseele. So, und damit hätten wir jetzt hier erstmal wieder ein solides Setup. Mit viel Interruption, wie gesagt. Wir haben sowohl ewige Seele mit einem dunklen Magier auf der Hand. Wir haben aber auch die Nachfolgerseele, um irgendeinen Effektmonster des Gegners wegzuhauen. So, jetzt könnte der Gegner rein theoretisch mir auf den Keks gehen. So, wir aktivieren erstmal die ewige Seele. Wir aktivieren die ewige Seele auch sofort. Und beschwören den dunklen Magier von unserer Hand. Das ist jetzt der andere dunkle Magier, für den jetzt auch wieder eine Animation triggert. Und ich würde wahrscheinlich die Maßregelung verbannen. So, dass ich wieder die Kontrolle über meinen Dark Magician bekomme. Weil der Gegner hat seinen Normal Summon gerade raus. Das heißt, er bräuchte jetzt irgendwas, was jetzt nochmal nachkommt. Glasflügelbeschleunigung wäre jetzt hier zum Beispiel eine Möglichkeit. Er kann jetzt Würfel auf den Friedhof schicken und... Geisterwirrwarr. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Verbann das bis zu Endphase. Du kannst nur ein... Aha, aber wie gesagt, ewige Seele sorgt, dass ich nicht von diesen Karteneffekten betroffen bin. Von daher... Ja, GG. Aber interessante Tech-Karte. Geisterwirrwarr. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Verbann das bis zu Endphase. Okay. Interessant. Also ich... ist jetzt nicht eine Karte, die ich unbedingt spielen würde. Wenn es eine Quick-Play-Zauberkarte ist, könnte das ganz nett sein. Wie gesagt, als Removal-Option vielleicht. Oder einfach nur, um den Gegner so ein bisschen zu stören. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber so wie der Gegner das jetzt gerade gespielt hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, so hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber gut, weiter geht's. Way to go. Wir haben heute noch ein paar Duelle, die wir vollziehen müssen. Ich muss natürlich auch Phase 2 erreichen. Es hat ein bisschen Zeit, ne? Solange ich Phase 2 bis Ende nächster Woche erreiche, ist das schon in Ordnung. So, Ende nächster Woche ist der KC Cup ganz nebenbei. Das ist das Wochenende vom 17.18. Da habe ich mir noch nichts vorgenommen. Vielleicht können wir da wieder ein bisschen Duel Links auch streamen, für die Leute, die Duel Links streamen wollen. Weil ich bin ja in letzter Zeit, ich bin ja richtig im Master Duel Grind. Ne? Ich habe gestern richtig schön Master Duel gespielt, 4 Stunden zum Second Anniversary Event. Hammergeil, das hat total Bock gemacht. Zurzeit läuft in Master Duel auch eine richtig gute Anfänger- bzw. zurückkehrende Spielekampagne, wo ihr ein komplettes Deck bekommt. Schwertseele, also auch ein Deck, was gut ist. Es ist natürlich nicht High-End, da fehlen viele Karten noch, aber ihr habt den ganzen Core. Unter anderem sehr viele UR-Karten, die man normalerweise sich mühsam hätte craften müssen. Aber es ist richtig cool, sage ich einfach mal, ja. Und das wäre eventuell was für viele von euch. Also falls ihr Bock habt, zurückzukommen, schaltet heute Abend auf jeden Fall mal im Stream ein. Ja, ich habe da zum Beispiel einen Code, wo ihr unter anderem zocken könnt. Oder halt auch irgendjemand aus der Community oder ein paar Leute aus der Community. Falls das was für euch wäre, grundsätzlich, ne? Schaltet auf jeden Fall ein. Es ist eine richtig, richtig coole Aktion zurzeit. Und ja, es macht so viel Spaß wie lange nicht mehr. Also Master Duel ist, glaube ich, gerade wirklich... Ja, kann man so sagen. Master Duel ist gerade einfach Peak. Ja, es ist gerade einfach an dem Punkt, wo ich mir denke, wow. Das macht Spaß. Das ist richtig, richtig spaßig. So, wir schicken den Dark Magician ins Grave, damit wir, wie gesagt, ein Target für ewige Seele haben. Das ist auch etwas, was ich ziemlich cool finde, ganz nebenbei. Dann legen wir die Karten verdeckt. Wieso war jetzt gerade was aktivierbar und davor nicht? Kann sein, dass der Gegner den Toggle ausgemacht hat. Der Lump! Der Lump!
Das gibt's noch nicht. Ach ja, ich kann auch noch den Effekt von der Chronikzauberin aktivieren. Das heißt, ich kann noch eine Karte ins Grave schicken. Halt nur die Frage, was ich ins Grave schicken will. Magiernavigation ist zum Beispiel ganz nice. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Kannst Magiernavigation ins Grave schicken, sodass eine Magiernavigation in der gegnerischen Runde als Spell Trap Negate fungieren kann. Und damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Gefängnis der Eisrahmenbarrieren. Da habe ich auch nicht wirklich drum rumgespielt. Das ist jetzt natürlich echt blöd. Ich habe so ein bisschen in IDP reingespielt. Ja, warum hat der Gegner nicht removed? Hexer. Er hat nicht removed. Warum? Warum hat er das nicht gemacht? Ist gut, weil dadurch ist meine Nachfolgerseele wieder aktivierbar. Zumindest wenn er ein Effektmonster hat, weil das ist jetzt kein Effektmonster. Geht einfach in die Battle Phase. Wait a minute, der kann damit angreifen? Jetzt habe ich mich ein bisschen zugebaut, Leute. Chronikzauberin. Oh, das ist ein Draw. Das ist ein Draw, den ich vor allen Dingen auch brauche. Uiuiui. Wait a minute, der Gegner kann wieder was aktivieren. Der Gegner kann wieder was aktivieren. Was kann denn der jetzt schon wieder aktivieren? Der kann irgendwas aktivieren. Das lässt mir gerade nicht so viel Ruhe. Ist das eine Didi-Krähe? Keine Didi-Krähe. Okay. Aber da war was aktivierbar. Da war was aktivierbar, Leute. Okay, dann geht's in die Battle Phase. Was ist das, was da aktivierbar ist? Lässt mir gerade keine Ruhe. Egal, wir greifen auf jeden Fall hier einmal an. Dann gönnen wir uns Geheimnis der dunklen Magie. Und wir beschwören unsere dunklen Magier. Beziehungsweise die dunklen Magier. Ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen zugebaut. Ich habe nicht mit IDP gerechnet. Da hätte ich besser drum rumspielen können. Pass. Es könnte auch ein Effektverschleier sein. Die Karte vom Gegner. Aber warum hat er den da nicht aktiviert? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, Leute. Life Twins. Okay. Life Twins. Ist das ein Punkt, wo wir Nachfolgerseele aktivieren? Ich glaube, ich würde noch warten. Gedankenkontrolle, ja. Dann nutzen wir auf jeden Fall jetzt Nachfolgerseele. Genau, wir nutzen jetzt Nachfolgerseele. Der Gegner muss 500 Life Points zahlen. Wir hauen Lila weg. Und beschwören den regulären Dark Magician einmal aufs Feld. GG! Und gegen Life Twins gewonnen mit IDP. Was mich aber auch wieder gerade ein bisschen überrascht hat. Oi, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber falls der Gegner jetzt nochmal... das habe ich gar nicht bedacht. Ich hatte ja Magiernavigation im Friedhof. Grundsätzlich hätte es hier auf jeden Fall Sinn gemacht, den Dark Magician sogar vorher rauszuholen. Um vielleicht eine Zauber- und Fallenkarte zu negieren. Das hätte hier durchaus Sinn ergeben. Ja. Leute, ich mag das Deck. Ich mag das Deck wirklich. Das Deck ist cool. Das ist auch wieder das, wo ich immer überrascht bin. In der Theorie sieht das Deck gar nicht so gut aus. In der Theorie klingt das Deck gar nicht so gut, aber es ist ziemlich nice, wie man gerade festgestellt hat. Auf jeden Fall nicht Top Tier, definitiv. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Welt verändert, aber es spielt sich einfach so viel besser, als ich gedacht habe. Und das heißt schon was, finde ich. Das heißt schon wirklich was. Sehr cool. So, Geheimnis der dunklen Magie wird aktiviert. Wir haben leider nicht die Krähe, wie gesagt, die hätte ich gerne noch gehabt. Wir haben die Magiernavigation, wir haben den dunklen Magier, wir haben Geheimnisse der dunklen Magie.
Und wir haben die auszubildende Illusionsmagierin. Könnte halt auch noch die Nachfolgerseele aus Feld holen. Und das Deck spielt eigentlich kein Removal, weil es kein Removal braucht. Also ich könnte die auszubildende Illusionsmagierin beschwören. Magiernavigation auf den Friedhof schicken. Dann ist nämlich die Magiernavigation bereits live. So, auszubildende Illusionsmagierin kann ihren Effekt nutzen. Holt mir dann Dark Magician. Den kann ich dann normal beschwören für den Skill. Und dann habe ich sowohl Nachfolgerseele. Ja, da habe ich Nachfolgerseele und kann die beiden Karten jetzt setzen. Ob es jetzt besser ist, weiß ich nicht. Aber die Nachfolgerseele, die ich auf der Hand hatte, oder die ich mir jetzt rausgesucht habe, ist live. Es wird schon passen. Und ich habe ein Spell Trap Negate, ne? Weil, wie gesagt, die Magiernavigation jetzt im Friedhof ist. Deswegen eigentlich gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt, dieses Setup. Es ist schon für den Gegner nicht so leicht, da drum rumzuspielen. So, jetzt kommt der Galaxiezyklon auf die Nachfolgerseele. Und das ist dann natürlich etwas, wo ich sage, nee. Möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ne, weil er spielt ja... Wait, ist es überhaupt ein Tekion-Deck? Doch. Tekion Drachenbeherrschung. Ja. Ein Kandidat für einen langen, nichtssagenden Namen. Tekion Drachenbeherrschung. Ha. So, dann wird der Parsec regulär hingelegt. Okay. Regulär beschworen. Okay. Parsec. Hört sich an wie Parasec. Diese Pokémon-Karte. So, Tekion Drachenbeschwörung. Alles klar. Eine Karte kommt jetzt auf die Hand zurück vom Gegner. Und Tekion Transmigration wird der Hand hinzugefügt. Okay. Und jetzt kommt wahrscheinlich Nebula Dragon. Genau. Nebeldrache mit Parsec. Ja, das Blöde ist jetzt natürlich, dass... Wir wissen, dass Tekion Transmigration in der Hand ist. Was halt ultra nervig ist. Auf der anderen Seite... Der holt nur ein Stufe 4 Monster, ne? Ja, ich muss Nachfolgeseele aktivieren. Aber er hat halt noch eine Normalbeschwörung, deswegen... Ich weiß es nicht. Er hat halt noch eine Normalbeschwörung. Von daher keine Ahnung, ob ihm das da wirklich was bringt. Wir werden es herausfinden. Ja, dunkler Magier, let's go. Habe ich noch einen Circle, um den zu removen. Und er hat noch eine Quickplay-Karte. Er hat irgendeine Quickplay-Karte in der Hand. Ich weiß aber nicht, was es ist. Aber irgendwas in der Hand. Und er kann noch Normalbeschwörung. So, da ist Seifert. Ja, da ist Seifert. Seifert ist theoretisch live. Das heißt, er schmeißt eine Handkarte ab, um sich eine andere... Wait, er schmeißt sich selber ab? Das heißt, er kann aber nur einen Vierer suchen. Okay, da hat er einen Seifert in der Hand. Okay. Der macht jetzt aber tatsächlich nichts. Ja, er banisht sich, okay. Kann jetzt aber nur Parsec holen und Parsec alleine macht nichts. Deswegen habe ich ja die Nebeldrachen gebanished. Nebula-Drachen kann er nicht nutzen. Ja. Nice. Funktionobelt, Leute. Funktionobelt. Dann normal beschwören wir einen dunklen Magier. Aktivieren nochmal unseren Circle. Banischen die Backrow-Karte. Was ist es? Buch des Mondes? Könnte Buch des Mondes sein. Gefängnis der Eisdrachen. Okay. Ist mir recht. Hast halt EDP, aber... Naja, du kannst halt nur eine Karte removen. Eins. Zwei. Ist okay. Was hast du gegen den coolen Dark Magician? Du Frechdachs. Ja, und prinzipiell könnten wir jetzt nochmal in den schwarzen Illusionsmagier gehen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Brauchen wir aber, denke ich, nicht. Wir greifen einfach an. Mal gucken, ob... Ne, eigentlich spielt das Deck auch keine Handtrap. Also, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Okay, GG. Sehr nice! Wir haben gegen das Tier Zero Deck gewonnen. Tier Zero, Leute, ja? Tier Zero. Und, was halt heftig ist, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich ein krasses Setup gehabt. Ich habe
wirklich ein heftiges Setup gehabt, ja? Und nichtsdestotrotz hat der Gegner so viele Handkarten gehabt, mit denen er potenziell noch was machen könnte. Stellt euch mal vor, er hätte 2 Backroll-Removal-Karten gehabt. Er hatte ja eine. Die konnte ich zum Glück wegen der Magi-Navigation negieren. Aber wenn ich nicht den Negate hätte für den Galaxie-Zyklon, hätte ich das nie im Leben gewonnen. Ja? Dann hätte ich das nie im Leben gewonnen. Ich habe das einzig und allein dadurch gewonnen, dass ich einfach ein sehr, sehr gutes Startart hatte. Ich glaube, das ist mit einer der besten Starthände, die ich hätte ziehen können, going first. Also es war schon wirklich... Wirklich sehr gut. Wirklich sehr gut. So. Der Tribal Chief. Roman Reigns, Leute. Der Tribal Chief. Unser Gegner ist einfach Big Rom. Roman Reigns. Okay. Roman Reigns, Mann. Okay, reicht. Deinem Friedhof. Dann legen wir einmal die Chronikzauberin. Aktivieren den Effekt von unserer Chronikzauberin. Nachfolgerseele ist ziemlich schmackhaft hier in dem Fall. Dann können wir den Zombie-Krieger abschmeißen, wenn wir die D-Kriege. Wir haben die Magier-Navigation plus Nachfolgerseele. Das sieht super aus. Und wir können mit der Chronikzauberin sogar noch was auf den Friedhof schicken. Und zwar unsere Magier-Navigation. Nee, warte. Ah, die habe ich ja nachgezogen. Das geht ja gar nicht. Dann lass mich mal überlegen. Was schmeißen wir ab? Vielleicht einen Circle? Na komm, schmeißen wir einen Circle ab. Einfach das Deck ein bisschen verdünnen. Ja, aber ihr seht, das Deck ist echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also es reicht. Gar kein Schiffstransport. Moment. Oder während der Level, du kannst eine Karte von deinem Deck auf Friedhof legen. Okay. Uni ist in Ordnung. Weil mit Uni kann er ja nicht direkt exiden, glaube ich. Oder? Nee, mit Uni kann er nicht direkt exiden. Glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht, Leute. Nee, ich meine, Uni war nicht die Karte. Dann können wir Shari Root verbannen. So. Hat er noch eine Normal Summon? Und passt. Gut. Dann können wir jetzt einfach Magier-Navigation aktivieren. Ja, das ist zum Glück keine gute Liste. Das ist zum Glück keine gute Gunken-Liste. Es hätte auch eine gute sein können. Aber ist es zum Glück nicht. Von daher, alles gut soweit. Bam, Magier-Navigation ist im Friedhof. Wir können mit der auszubildenden Illusionsmagier noch einen Dark Magician auf die Hand nehmen. GG. Das ist vorbei. Das ist gut vorbei. Das ist vorbei, auf die gute Art und Weise. So. Du kannst einmal treffen, wenn sie gerade abhängig scheint. Normalerweise funktioniert die Hexe wieder auf deiner Hand oder deinem Deck. Okay. Einmal, zweimal. Und der schwarze Illusionsmagier aus Feld. Yep. Das war aber eigentlich gerade risky, wenn ich ehrlich bin. Ja, das war risky, weil ich habe gerade keinen Dark Magician dadurch auf dem Feld. Und dadurch, dass ich keinen Dark Magician auf dem Feld hätte, hätte er eigentlich die Karte hinten noch aktivieren können. Das war risky. Naja. Alles gut. GG. Leute, Dark Magician ist anscheinend keiner Back. Man kann es, wie ihr seht, wunderbar spielen. Ich finde die Liste ja auch ziemlich gut. Also ich habe jetzt einige 30-Karten-Versionen gesehen. Aber ihr wisst, ich bin selber nicht der Fan von 30-Karten-Decks. Deswegen würde ich auch ein Master-Duel nie in 60-Karten-Deck spielen. Branded. Aber das ist wirklich ein gutes Deck. Und wenn es euch ebenfalls gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich bin positiv überrascht, wie gut dieses Deck eigentlich ist. Und Dark Magician ist auf jeden Fall wieder zurück, zumindest im Rank. Und man muss damit rechnen. Definitiv mit dieser Liste, zumindest. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann und ciao. Euer Regi.